Schauen wir uns das alles jetzt mal an Beispielen an. Das Beispiel kennen wir ja schon. Gegeben sei das folgende Hamster-Territorium. Der Hamster soll zwei Körner einsammeln. Der steht also hier und hier sind die Körner und er hat sich dazu entschieden, diese beiden Körner zu fressen. Dann hat er die Aufgabe ja erfüllt. Dann schreibe ich jetzt hier hin, void main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Und hier zwischen sehen wir eine Anweisungssequenz und zwei Kommentare. Der erste Kommentar ist ein Zahlenkommentar, friss erstes Korn. Das deutet an, dass die nächsten Anweisungen genau dazu dienen, das erste Korn aufzunehmen. Der zweite Kommentar ist ein Bereichskommentar. Dort steht, friss zweites Korn. Diese Anweisungen dienen dazu, dass der Hamster das zweite Korn frisst. Was Sie hier auch noch sehen, ist der Einsatz von Leer- und Trennzeichen. Hier ist beispielsweise ein Trennzeichen, als Trennzeichen mein Zeilenvorschubzeichen, sodass hier das Ganze sehr übersichtlich erscheint. Auch nutzt man, wie man hier sehen kann, Leerzeichen häufig, um das alles so ein bisschen einzurücken, um genau zu sehen, aha, an dieser Stelle ist der Inhalt dieser sogenannten Main-Funktion, dieser sogenannten Main-Prozedur. Und das schauen wir uns jetzt mal im Hamster-Simulator an. Ich habe das schon vorbereitet. Laden wir mal das Programm. Laden wir mal die Landschaft. Das ist auch schon bereits kompiliert und wir können das Programm ausführen. Der Hamster tut also das, was wir ihm hier gesagt haben, vornehmen, links oben, vornehmen.